Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2. Beim letzten Mal waren wir dabei in... Ah, okay, Entschuldigung, war nur... Alles gut. Beim letzten Mal haben wir angefangen, in dieses Museum in Istanbul einzubrechen. Wurden zweimal gesehen, aber das habt ihr natürlich schon wieder vergessen, ne? Und schauen wir mal, ob wir den Schatz heute finden Mist. Werden oder nicht. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Wow. Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also ah, M9. Gefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Okay. Oh, gute Idee. Dann gut. Ist das natürlich ganz okay. Cool. Warum nur hast du den nicht schon früher Tipp. Rausgeholt? Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Ja. Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Warum bringst du die mit, wenn die scheiße ist? So, ich würde sagen, ich schnapp mir den linken und er den rechten, ne? Okay. Alles klar. Beim Schuss lädt er auch sofort nach, dann alles gut. So, willst du die anderen auch noch einschläfern oder was? Wurden wir gesehen? Sollen wir? Okay, die schauen wieder weg. Der eine zumindest. Bitteschön. Sauber. Okay, perfekt. Wenn der... Gut. Wir müssen zu dem... Dann sparen wir noch mal ein bisschen Zeit. Denn was wir machen müssen, ich kann es euch schon mal zeigen, ist diesen Wagen da hinten hinzufahren, weil sonst hätten wir keine Möglichkeit, da hochzukommen. Sparen wir doch mal ein bisschen Zeit, ne? Ja, das wird gehen. Das wird gehen. Wir bloß ein Pferd. Ja. So, perfekt. Bis der oben ist, können wir mal kurz hier umschauen, aber hier scheint nichts zu sein. Ja, aber da müssen wir erstmal zu den Balken kommen, ja. Gut, dass ich das habe, was? Räuberleiter reicht von. Ja, der Typ ist wirklich gut ausgerüstet, was da noch alles in seiner Tasche ja. Drin ist, ha? Bitte. Okay, perfekt. Na, dann gehe ich mal vor, ne? So, natürlich wieder ein paar Steinchen, die uns perfekt... Oh, fuck. Ach, sei ruhig. Bitte sehr. Wenn du mich nicht hättest. Ja, lass stecken. Ihr wisst ja, in Uncharted sind nur mal diese getriggerten Szenen, aber hey, dafür sind sie wirklich gut inszeniert, deswegen mich stört das eigentlich nicht. Also ich würde sagen, wir gehen schon mal vor. Gut, dass wenn wir uns hier wieder kurz hinhocken, dann rüberhangeln. Und ich weiß, hier gibt es wenigstens noch einen Schatz irgendwo auf den... Wow. Auf den Säulen. Ich bin gerade nicht ganz sicher, wo. Aber wenn ich schon weiß, dass es hier einen Schatz gibt, dann... Kannst du da mal vielleicht dich entlanghangeln? Danke. Warum nicht gleich so? So, wo ist der denn? Vielleicht da drüben? Heppa. Blinkt das hier irgendwo? Es blinkt nicht. Ich weiß aber, dass hier irgendwo ein Schatz ist. Hundertprozentig auf einer von diesen Säulen. Das könnt ihr mir bestimmt bestätigen, aber gut, wenn ich ihn jetzt nicht sehe, dann ist es wohl leider so. Hab's leider wirklich nicht blinken sehen. Okay. Oder ist er hier? Nee. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Wir wollen immerhin heute was... Warum steht der mir manchmal so im Weg? Wir wollen immerhin etwas erreichen in diesem Part. Wo bist du lang gegangen? Achso, wollen wir hier raus? Okay, dann gehen wir hier lang. Passt eh. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Das sollten wir noch hinbekommen. Gibt's auch keine Gegner hier oben? Dann nehmen wir mal die perfekte Stelle, wo der Zaun fehlt. Und springen rüber. Monster Jump. Ich glaube, ich könnte gar nicht so rum. Ich glaube, ich müsste andersrum da langhangeln, weil ich mich dann oben an diesen Rillen noch mit meinen Händen festhalten könnte. Ich glaube, ich würde lieber Arsch raus, Bauch rein. Ah gut, ich bin happy, wenn ich niemals in so eine Situation kommen muss. Oh. Wow. Du hast zugenommen, Mann. Sei ruhig jetzt. Shit. Donuts mehr für dich. Psch, ich mag Donuts.
Auch wenn ich in letzter Zeit schon lange keine mehr hatte, aber das ist nicht der Punkt. Aber er hat recht, ich habe echt zugenommen, ey. Okay, das schaffe ich. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt fett, aber mein Bauch ist echt dicker geworden in den letzten Jahren. Neue Freundin kocht halt wirklich gut. Also was heißt neu? Seit 2 Jahren fast, aber trotzdem. So, und... Yeah! Sauber. Ich gehe Ninja Gaiden Move gerade, aber hey, wir haben es geschafft. Der Typ kriegt das wahrscheinlich ohne Anlauf hin. Kein Problem. Aber der überlebt das? Wirklich? Wirklich? Einer unter dir, einer unter dir. Okay, er scheint ja zu schwimmen, ja. Aber Mensch, das ist ein Sturz. So. Schauen wir nur ganz kurz, ob es irgendwo einen Schatz gibt, den ich auch sofort sehen kann und wenn nicht. Ja, ich werde das hin und wieder sagen. Auch wenn ich halt gesagt habe, ich achte jetzt nicht unbedingt auf alles, aber wenn ich schon im Gebiet bin, dann kann ich auch mal kurz schauen, ne? Na gut, aber ich bin auch sicher, dass es hier irgendwo was gibt. So, schauen wir mal. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Ja, ja, kannst. Was? Ich habe ein Haus in Istanbul. Geil. Da wie auch alles immer so perfekt gebaut ist, dass man da... Ja, ist kein Problem. Ich wollte eigentlich rüberspringen mit den Boxen. Aber wenn wir schon eine Waffe haben zum Einschläfern, dann sollten wir sie auch nutzen, ne? Macht die Sache halt deutlich einfacher. Metal Gear 2 lässt wieder mal grüßen. Hätte nicht gedacht, dass ich hier so viele Metal Gear 2 Vergleiche ziehen kann, aber hey. Und ja, bevor ihr weiter fragt, was Metal Gear Solid 5 angeht, ja, es wird definitiv kommen, aber bevor ich es Let's Play, müsste ich auch erstmal überlegen, wie ich das genau machen möchte. Denn ich möchte zum Beispiel nicht die ganzen Neben-Sidequests und so weiter zeigen, das ist ja deutlich zu viel, ne? Ich glaube, wenn ich es wirklich LPen würde, dann nur mit der Main-Story und alles andere würde ich wohl offscreen machen. Oder in schon vom Titel her gesonderten Episoden, dass diejenigen, die keine Lust auf Sidequests haben, schon wissen, dass sie nicht einschalten müssen. Irgendwie so. Aber wenn ich Metal Gear 5 mache, könnte ich genauso gut Final Fantasy 14 machen. Also das wäre von der Menge wahrscheinlich gar nicht so abwegig. Na komm, siehst du mich gar nicht? Deftig. Der sieht nicht mal, dass einer aus dem Augenwinkel, ich glaube, ich hätte das gemerkt, wenn einer auf mich zielt. Vor allem aus so einer kurzen Distanz. Aber gut. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Komm schon. Musst du ausgerechnet haben, wann wir hier sind. Ah, perfekt. Das war wirklich gut getimt. Als hätte sie gewusst, dass wir ein bisschen was an Schwierigkeiten haben und erst jetzt hier ankommen, ne? So, kommen wir rein. Kriegst du das auf, oder? Ich halte Wache. Perfekt. Na komm, ich will da rein. Okay. Alles klar. Ja, dann mach das halt so von mir aus. Darf ich? Oder möchtest du? Ladies ja. First. Nett. Danke. Auf geht's. Na, schauen wir mal. Sollte ja nicht so schwer sein, diese Lampe. Ach, da ist ja schon. Da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Mit dem Werkzeug kriegt er echt alles hin, ne? Okay. Nicht schlecht. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Du machst es kaputt? Eine Karte. Damn. Nichts drauf. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Und was ist das? Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuer. Und weiter? Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Scheiß da drauf. Blau? Wow. Wow. Lass sehen. Ah, geil. Unsere Schiffe trieben durch die Flut. UV-Lichter. Die Wind von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein.
Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Hm? Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Shambhala? Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was fehlt denn noch? Achso, ja, ausmachen würde. Hä? Was soll das? Was soll das denn? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Wie? Komm schon, wirf jetzt. Du lässt mich runter. Jetzt hängen? Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich nee. Eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Oh, du hast sogar eine richtige Wumme bei. Willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist. Echt? Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Aber warum? Was habe ich ihm denn getan? Noch nicht. Dachte, er ist ein wir doch einen kleinen Vorsprung. Guter Freund. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Du bist ja ein Hurensohn. Okay, geil. Dann würde ich sagen, schnell weg. Laser ausweichen. Die können natürlich nur schießen, wenn sie uns auch... Oh, von der anderen Seite auch. Mist, wo sollen wir denn hin? Einfach rollen, einfach rollen. Rollen ist das Beste, was wir machen können. Kommen wir hier durch? Anscheinend. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Das heißt, nein, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Hier lang. Weiter, weiter runter. Einfach einen Ausweg suchen. Da, durchs Fenster. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Der Pulli ist offen. Ja, natürlich ist er offen. Gehen wir durch. Hat für irgendwer nicht richtig sauber gemacht. Schnell runter. Taschenlampe? Okay, dann nicht. Aber gut, anscheinend ist Flynn ein dreckiges Arschloch. Warum auch immer er uns hier einfach hat hängen lassen, nicht wahr? Dafür gab es gar keinen Grund. Er hat uns ja nicht mal getötet. Vor allem, wie kommen die so schnell in den Untergrund? Ich verstehe leider kein Türkisch. Wobei, ich bin auch nicht sicher, ob sie hier wirklich türkisch schreien. Das klingt einfach nur noch Geschrei, aber gut. Könnte auch irgendein Türk auf dem Marktplatz sein. So. Anscheinend haben wir es doch geschafft. Perfekt. Na dann, holen wir uns Flynn und tun uns die Karte wieder zurück, würde ich mal meinen. Dann machen wir das halt auf eigene Faust. Oder nicht? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? 3 Monate später. Dann sind wir gar nicht so weit vom Zukunftsglück entfernt, hä? Hey, hey, hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show! Ach, wie schade. Ach, Sally. Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja. Ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Die Sprüche sind aber gut. Mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein. Ach, nein, du schon wieder. Sally, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sally. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab mein eigenes Zimmer. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Was? Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Hattest du nicht, ja? Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn sie? Flynn und sein Klient.
Lazarevich. Na, du weißt schon, der Lazarevich. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Aber sowas von. Sind denen einiges schuldig, ne? Er wurde der Wunsch-Edelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen werden. Ein Saphir, der so groß ist? Und da gibt's nice. Mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den sie kennen. Und jemand. Na, viel Spaß, Chloe. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht. Ich dachte, da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Geil, Sully kommt mit. Auf den kann man sich wenigstens verlassen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre zwischen, also von der Produktion Chloe, zwischen Uncharted 1 und 2 sind, aber die Quali ist deutlich höher hier. Ah, perfekt. Damit hätten wir Kapitel 3 erreicht. Okay. Ich habe überall um das Lager. Was ist mit Waffen dabei? Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Alles klar. Aber ich denke mal, bevor wir anfangen, diese Bomben scharf zu machen und uns dieses neue Gebiet anschauen, würde ich sagen, mache ich hier einen Schnitt. Weiter geht's also beim nächsten Mal in Let's Play Uncharted 2. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.